whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute stelle ich Ihnen die Brennerei Aberlauer vor. Wir probieren zunächst den Aberlauer 10 Jahre und anschließend stelle ich Ihnen die doch mittlerweile recht stark angewachsene Palette der verschiedenen Aberlauer Single Malt Whiskys vor. Der Aberlauer 10 Jahre ist ein Standard-Whisky zu einem moderaten Preis von unter 30 Euro, den wir recht häufig im Markt mittlerweile schon sehen. Es ist ein angenehmer Whisky. Er hat eine sehr deutliche Sherry-Fass-Komponente, was ihn mild, süß und weich macht. Und die steigende Kundenbeliebtheit hat den Whisky sehr, sehr stark auf der ganzen Welt verbreitet. Der Whisky hat eine sherry-braune Farbe. Er verströmt sofort ein deutliches Sherry-Aroma in der Luft. Leicht süßlich, bisschen blumig, etwas malzig. Eine ganz leichte Alkoholkomponente im Hintergrund. Ein Whisky, den man sehr gerne am Abend neben einem guten Buch lesen möchte. Der Antritt auf der Zunge ist deutlich, ist kräftig, gibt aber sehr schnell einer milden, weichen Süße Raum, die dann in einem angenehmen, warmen, süßlichen, ja fast blumigen Abgang endet. Ein ganz toller Malt und für den Preis von unter 30 Euro auch einer meiner Lieblingsmalts. So, was haben wir zu diesem Malt noch zu sagen? Er ist eine Mischung aus Malt Whiskys aus einer Brennerei, nämlich der Aberlauer Brennerei, aber sie lagerten in verschiedenen Fässern, sowohl in Sherryfässern als auch in ehemaligen Bourbonfässern. Das heißt, sie reiften getrennt und wurden dann zur Abfüllung miteinander vermischt. Die zweite Flasche von Aberlauer, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist auch ein Single Malt Whisky aus der Brennerei Aberlauer, aber er reifte ausschließlich in alten Sherryfässern. Das macht den Whisky auch deutlich dunkler, weil er jetzt nicht mit helleren Ex-Bourbon-Fässern gemischt wurde. Er macht ihn weitaus kräftiger, stärker. Ein sehr voluminöser Malt Whisky, der auch vom Preis her sich durchaus im Rahmen hält und vor allem kommt er in eine 1-Liter-Flasche. Das hält weitaus länger vor. Dieser Single Malt ist nun auch 12 Jahre alt aus der Aberlauer Brennerei, aber er wird auf andere Art und Weise hergestellt. Und zwar wird er zunächst in Ex-Bourbon-Fässern gereift und dann wird er anschließend umgefüllt in Ex-Sherry-Fässern. Und das gibt diesem Malt Whisky das Aroma von zwei verschiedenen Fassarten, was ihn deutlich komplexer macht. Ein sehr schöner Single Malt Whisky, der sich mehr und mehr Beliebtheit erfreut. Schon länger bekannt ist ein Whisky, der auf den Namen Cuvée Marie Décosse, das ist der französische Name von Maria Stuart, der ehemaligen Königin von Schottland, hört. Er ist 15 Jahre alt und auch er wird wieder aus zwei verschiedenen Malt Whiskys aus der Brennerei Aberlauer in einem Cuvée verschnitten. Das heißt, hier sorgt man dafür, dass dieser Malt Whisky immer gleich nach diesem Cuvée schmeckt. Interessant ist hier die Lederimitatverpackung, die die Flasche zu einem sehr schönen Geschenk macht. Es ist ein Whisky, der einer französischen Firma, also eine Brennerei, die einer französischen Firma gehört. Und die haben etwas über für eine schöne Ausstattung. Und diese Leder- oder Lederimitatverpackung gibt halt ein sehr schönes Geschenk. Eine besondere Flasche, die zu den Rennern im The Whisky Store gehört, ist der Aberlauer Abonac. Dieser Whisky ist in Fassstärke abgefüllt und zwar werden hier immer Fässer in einer Charge, einem sogenannten Batch, miteinander vermischt. Und dieser Batch hier ist jetzt der Batch 28, das heißt eine ganze Weile von Jahren ist dieser Malt Whisky schon auf dem Markt und da werden pro Jahr, möchte ich mal sagen, 3-4 Batches abgefüllt.
Und diese hier hat nun 59,7 Volumenprozente ergeben. Man hat jedes Fass naturbelassen miteinander vermischt und gesehen, was für ein Alkoholgehalt am Ende durch die gesamte Mischung herausgekommen ist. Ein Sherry-Fass-Whisky, relativ jung, aber durch den hohen Alkoholgehalt zusätzlich noch mal stärker. Also nicht zu vergleichen mit den 10-jährigen, 12-jährigen, 15-jährigen Malt-Whiskys, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Er hat durchaus Reserven, um ihn mit stillem Wasser zu verdünnen. Dann gibt er weitere Aromen frei. Und dann, wenn er milder wird, merkt man, er ist noch nicht ganz so alt wie die anderen Malt-Whiskys. Aber gerade zu der Fassstärke passt diese Jugendlichkeit von diesem Malt-Whisky besonders gut. Vor wenigen Jahren auf den Markt gekommen ist die älteste Standardabfüllung von Aberlour, der 18-jährige Single Malt, ein schwerer, wuchtiger, süßer Sherry Malt, einer meiner Liebsten. Ein ganz, ganz toller Single Malt. Auch die Aufmachung mit der speziellen Versiegelung des Korkens, die bauchige Flasche, das dezente Etikett, dass man möglichst viel von dem tollen, dunklen Whisky sieht. Eine Traumflasche. Ganz selten wird von Aberlour ein Jahrgangswhisky abgefüllt. In diesem Falle ist das jetzt ein 1980er. Wenn Sie dieses Video sehen, mag dieser Whisky vielleicht schon vergriffen sein, aber Aberlour sorgt dafür, dass immer ein Jahrgangswhisky speziell abgefüllt in einer besseren Aufmachung, hier limitiert auf 4500 Flaschen, dem Genießer zur Verfügung stellt. Man sollte sich aber nicht wundern, diese Whiskys sind extrem teuer und erreichen locker Preise von über 200 Euro. Diese Malt Whiskys sind zum Großteil im The Whisky Store erhältlich und ich freue mich, wenn wir sie in unserem Shop begrüßen dürfen. Vielen Dank.